Ihr habt als Squad Probleme bei der Kommunikation oder ihr fragt euch einfach, wie manche Gebäude bei PUBG und auf E-Rangel heißen? Dann seid ihr hier genau richtig, denn ich zeige euch heute die Callouts der Profis. Aber bevor wir loslegen, ich streame regelmäßig live auf Twitch. Den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung, genauso wie andere Social Links von mir, also schaut da gerne mal rein. Aber beginnen wir mit den Gebäudenamen. Und da starten wir dann mit einem kleinen Gebäude, das ist hier eine ganz normale Shack. Nicht wundern, im Grunde sind alle Begriffe auf Englisch, denn die meisten Profiteams sind ja international und da hat sich die englische Sprache einfach durchgesetzt. Das hier ist eine Wooden Shack oder auch Holz Shack. Hier kann man mit dem Auto durchballern oder auch generell die Wände zerstören, aber fahrt nicht in diese Barrels rein, denn dann kann das gut sein, dass euer Auto danach nicht mehr so ist, wie es vorher einmal war. Und die dritte Variante davon ist auch die größte Variante. Diese nennt sich Tool Shack. Und zwar, weil hier drin Werkzeug und so ein Stuff halt rumliegt. Zu Beginn der meisten Großstädte auf E-Rangel findet sich oft sowas hier. Und das ist das Checkpoint Building. Dieser kleine Turm daneben nennt sich Guard Tower oder auch Checkpoint Tower. Aber beginnen wir mal mit den größeren Gebäuden. Wir sind hier im wunderschönen Rostock. Und das, was ihr seht, ist ein Two-Story Balcony. Two-Story halt deswegen, weil es zweistöckig ist. Und die meisten Gebäude haben auch eine einstöckige Variante. Und vom Balcony sieht das so aus. Dieses Gebäude wird Tier 3 Building genannt, also Level 3 Building. Ja, das hat den Namen deswegen, weil es ganz viel Loot hat scheinbar und die Profis das auch sehr gerne looten. In der amerikanischen Szene nennen sie es auch Prio, also Priorität. Dieses Gebäude hat keinen richtigen Namen. Das wird einfach nur Two-Story genannt. Hier kann man dann natürlich einfach sagen, rot-grünes Two-Story. Daneben finden wir die Mansion. Mansion, weil es halt sowas wie eine kleine Villa ist und das erkennt ihr daran, dass es einen riesigen Balkon an der Seite hat. Und auch das hat eine einstöckige Variante. Das wird dann einfach One-Story Mansion oder auch Fake Mansion genannt. Wenn man beim ganz normalen Two-Story aufs Dach kann, wird das Flattop Two-Story genannt. Das ist natürlich recht einfach. Das ist die Church, im Deutschen einfach Kirche. Da kann man nicht viel falsch machen. In diesem Compound sieht man ganz, ganz viele Garagen. Ich sag euch, wie die heißen. Das linke Gebäude ist einfach das Garage Building, weil an der Garage noch ein Building, also ein Haus dran ist. Das in der Mitte ist eine ganz normale Garage und dieses große Ding wird Workshop genannt. Das hier ist auch recht eindeutig, das ist das Diner, erkennt man gut, wird aber auch Cafeteria oder Restaurant genannt. Dieses schnuckelige kleine Gebäude wird Grannies genannt oder auch Grandma Building. Das erkennt man natürlich an diesem Guckloch hier und dem Holzdachboden. Dieses witzige Gebäude steht meistens allein und nennt sich Wizard Tower oder auch Harry Potter. Der Name dieses Gebäudes ist auch recht einleuchtend. Es heißt Satellite und natürlich eine Satellitenschüssel auf dem Dach. Das hier wird Warehouse oder auch Hangar genannt. Im Deutschen sagen viele auch einfach Halle. Dieses Gebäude war auf dem alten E-Rangel mal weiß, deswegen hieß das oder heißt es auch immer noch Big White oder Hotel. Weil dieses Exemplar hier so viele Fenster hat, wird dieses Haus Glasshaus oder auch Glasbuilding genannt. Das hier daneben wäre dann einfach ein One-Story-Glasshaus, obwohl das nicht so viel Glas hat. Weil dieses Gebäude dreistöckig ist, wird das Three-Story oder auch Tower genannt. Diese großen Gebäude, die so ein bisschen zu einem Meme geworden sind, weil die so gut wie keinen Loot haben, heißen Apartments oder auch kurz Apps. Manche sagen aber auch Puzzlehäuser, weil die auf der Map ein bisschen aussehen wie so Puzzle. Hier könnt ihr das sehen. Diese Holzhäuser nennen sich Big Yellow, also das hier ist ein Big Yellow und das hier ist ein Little Yellow. Aber ihr fragt euch sicherlich, warum Yellow? Auf E-Rangel 1.0 waren diese Gebäude alle gelb und deswegen heißen die immer noch Big und Little Yellow. Das hier ist ein Little Shop und das hier ist ein Big Shop. Wie man sieht, ist das nämlich auch ein kleiner Shop. Und das hier ist ein ganz normales One-Story Building. Da ist ja sogar noch jemand drin. Das nächste Gebäude wird von den Profis Taliban genannt. Ich kann euch leider nicht sagen, warum, aber vielleicht ist es irgendwie die Optik, schwer zu sagen. Und hier ist auch noch jemand drin. Das hier ist eine Bahn, im Deutschen auch Bauernhaus genannt. Und davon gibt es auch noch ein einstöckiges. Und das sieht so aus. Und hier kann man auch noch aufs Dach und wird dann auch zum Teil Fake Bahn genannt. Oder auch natürlich One-Story Bahn. Dieses Gebäude ist eher selten auf der Map. Es wird Observatory genannt oder halt im Deutschen Observatorium. Diese riesigen Dinger nennen die Pros Spider, also Spinne. Ja, damit haben wir die Gebäude von E-Rangel schon ganz gut abgearbeitet. Und ich werde euch jetzt noch mal ein paar Namen nennen von irgendwelchen berühmten Compounds oder auch Bereichen auf der Map. Zum Beispiel, wenn bei einem Compound zwei Gebäude gleich aussehen und nebeneinander stehen, wird sowas meistens Double Orange genannt. Also Orange, weil die Häuser natürlich Orange sind.
Wenn sie weiß wären, würde man sowas hier Double Whites nennen. Widmen wir uns jetzt ein bisschen der Military Base. Diese drei Gebäude werden C-Block genannt, also C-Block. Das erkennt man, glaube ich, ganz einfach, wenn man das hier so sieht, aber auch auf der Map. Das große Ungetüm hat mehrere Namen. Das wird zum Beispiel Antenne, also Antenna genannt, Radar, Radio. Das hat viele Namen. Das hier nennen die Profis Factory. Das ist natürlich ganz einfach wegen den Schornsteinen. Und direkt daneben sehen wir das ATC, was eine Abkürzung ist für Air Traffic Control. Auch recht eindeutig, warum. Diese Dinger werden Bunker genannt. Diese Halle hat mit dem neuen E-Rangel-Update auch ein großes Update bekommen. Wir schauen mal kurz nach innen. Das wird Alpha-Lobby genannt. Und zwar, weil als das Spiel noch in der Alpha war, waren immer hier alle 100 Spieler drin. Von diesen Compounds gibt es ungefähr 3 oder 4 auf der Map. Und diese werden Alamo genannt, weil die zumeist ganz alleine sind und man einen richtig krassen Blick rundherum hat. Und sie dadurch so ein bisschen wie eine Burg sind, also Fort Alamo. Ihr könnt das aber gerne auch nochmal nachgoogeln. Dieser Compound westlich von der Schule wird J-Compound genannt, also J-Compound. Könnt ihr euch sicherlich vorstellen, warum. Südlich von Georgopol findet man dieses Ungetüm. Da das der höchste Berg ist auf der Map, wird der Everest genannt. Dieser Compound östlich von Georgopol nennt sich Cube, was man auch ganz gut von der Form ableiten kann. Der Compound westlich von Everest hat auch seinen Namen seiner Form zu verdanken. Und vielleicht kommt ihr darauf. Aber wahrscheinlich eher, wenn ich auf die Map zoome. Dieser Compound heißt Penis. Weil dieser Compound nördlich von Quarry so viele gute Gebäude mit so viel gutem Loot hat, heißt dieser Compound God Compound. Jetzt haben wir auch so ein bisschen E-Sports-Referenzen. Dieser Compound südlich von Jasnaya Poljana heißt Liquid Compound, also so wie das Team Liquid. Das ist deswegen, weil das Team früher in der Anfangszeit immer diesen Compound gespielt hat. Ähnlich ist die Story auch zu diesem Compound südlich von Ruins. Dieser Compound wird TSM Compound genannt. Ja, weil das früher ganz genauso war. TSM hat immer hier gespielt. Dieser Hügel östlich von Pochinki wird Potato genannt. Und das ist auch recht einfach. Da müssen wir einfach nur mal auf die Map schauen, um zu wissen, warum. Wo wir ja den Penis Compound schon durch hatten. Dieser Punkt, dieses kleine bisschen Cover, wird Vagina genannt. Dieser Compound westlich von Lipovka wird Hilltop genannt. Auch recht einfach, weil er natürlich auf dem Top of the Hill ist. Ja, den nächsten Bereich kann ich euch nur auf der Map zeigen. Und zwar geht der ungefähr von hier bis hier. Das ist ein Waldstück und dieser Bereich wird Highway genannt. Und zwar, weil hier immer so viele Profiteams lang rotiert sind mit ihren Fahrzeugen. Und weil das Team Method damals in der Anfangszeit öfter mal diese Rotation gekämmt hat, heißt er auch Method Highway. Südöstlich von Gatka sind diese beiden Tunnel hier. Und diese werden Chopsticks, also Essstäbchen genannt. Ein weiterer berühmter Callout sind diese 6 Häuser, das sind nämlich die Front 6. Und das hier sind die Back 6. Also weil die hier vorne sind und die hier hinten und jeweils immer 6 Häuser sind und diese auch guten Loot haben, sind die so berühmt geworden. Dieser Bereich westlich von Rostock wird Wasserstadt, also oder Watertown, Venedig oder auch Atlantis genannt. Weil dieser Compound so schön erhöht ist und man echt einen guten Rundumblick hat, heißt dieser Compound Heaven. Dieser ist direkt westlich von Mansion. Diese Erhöhung östlich von Rostock und auch von der Schule wird Volcano genannt. Das ist, weil man von hier aus sehr gut scouten kann und eher so ein bisschen die Form hat eines Vulkans. Diese Fabrik unterhalb von Milta Power wird Minimilta genannt. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Compound östlich von Milta. Dieser Compound wurde nach einem professionellen PUBG-Spieler benannt, nämlich Monkey, also heißt dieser Compound Monkey Compound. Ja. Das waren jetzt ganz schön viele Informationen auf einmal. Ich hoffe, ihr habt euch gute Notizen gemacht. Denn gute Kommunikation kann in Teamfights das Zünglein an der Waage sein. Ich hoffe, euch hat das Video weitergebracht und hat euch gefallen. Wenn das so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Lasst auch einen Sub hier bei YouTube da. Und wir sehen uns auf den Battlegrounds. Bis dahin, ciao.